Das ist, hört sich nach einem Gegensatz an, dass die Ökodörfer relativ kleine Initiativen am Rand der Gesellschaft sind. Aber das, was wir brauchen und was ja mittlerweile sogar die Bundesregierung sagt, eine große Transformation ist. Die große Transformation wiederum hört sich für mich größer an, als sie tatsächlich ist. Da werden sehr viele große Worte gemacht, dass wir einen grundsätzlichen Wandel in der Gesellschaft bräuchten. Aber ich habe den Eindruck, dass das, was regierungsamtlich gemacht wird, letztlich kosmetische Maßnahmen und kleine Korrekturen an irgendwelchen Grenzwerten sind. Man kann natürlich sagen, dass die Energiewende etwas mehr ist als eine kosmetische Korrektur, aber letztlich wird in dieser politischen Nachhaltigkeitsarbeit nicht wirklich ein Paradigma in Frage gestellt. Da geht es weiter um möglichst konsequentes Wachstum, da geht es weiter um eine Ressourcenausbeutung, die kommenden Generationen nur noch sehr wenig Ressourcen übrig lässt. Also eigentlich ist die Haltung der großen Politik weiter wie bisher mit etwas Verbesserungen. Ein großes wissenschaftliches Gutachten, was die Bundesregierung in Auftrag gegeben hat, kam halt zu dem Ergebnis, wir brauchen eine große Transformation. Aber der Eindruck ist, dass diese große Transformation eigentlich noch nicht stattfindet, dass da nicht die grundlegenden Fragen gestellt werden. Das ist in Ökodörfern der Fall. In Ökodörfern werden sozusagen Lebensstil in Frage gestellt. Da wird Weltbild in Frage gestellt. Da wird geschaut, wie kann eine Postwachstumsgesellschaft, eine Postwachstumsökonomie funktionieren? Was ist an persönlichen Veränderungen nötig, an inneren Veränderungen, an Wertehaltungsveränderungen, an Weltbildern, um tatsächlich etwas zu verändern? Eben genau all das, was in einer so von oben nach unten geplanten Nachhaltigkeitsdiskussion nicht wirklich passiert. Da wird darüber nachgedacht, wie hoch der Bleianteil im Benzin sein soll, aber da wird nicht darüber nachgedacht, was ich persönlich verändern muss, um nachhaltig zu leben. Und ich glaube, dass die Ökodörfer zwar klein sind, aber eine große Vision haben und dass die große Transformation groß ist, aber relativ wenig Veränderung provoziert, außer dass wir andere Glühbirnen einbauen und Autos fahren, bei denen uns Autokonzerne vormachen, dass da angeblich weniger Verbrauch und weniger CO2 in die Luft gepustet wird und sich dann rausstellt, die belügen uns alle. Das ist so ein klassisches Beispiel, wie die große Transformation eben nicht funktionieren kann. Und deshalb gehe ich davon aus, dass Ökodörfer ein wesentlicher kultureller Impuls sind, anders sich neu zu erfinden, die eigene Position, das eigene Menschenbild so zu verändern, dass aus einem inneren Wandel ein kultureller Wandel und ein Verhaltenswandel passiert und daraus neue ökonomische Projekte, neue Wahlentscheidungen, neue Lebensformen entstehen, die aus der eigenen Wertehaltung entstehen. Und damit sind kleine Ökodörfer vielleicht sogar wichtiger als die großen Worte wie große Transformation, die die Bundesregierung in den Mund nimmt, aber nicht verwirklicht. Ich glaube, dass die Ökodörfer zuerst wirklich aus so einer Hippie-Bewegung entstanden sind und auch ein Stück Weltflucht waren oder ein Stück Flucht aus einem Konsumsystem und einem Wachstumssystem, was nicht gesund ist, was viele auch persönlich empfinden als ungesund und nicht nur, was global ungesund für die Ökologie ist. Die erste Phase von Ökodörfern war, dass bestimmte Leute sich zusammengetan haben und anderes ausprobieren wollten, um es sich selber besser gehen zu lassen. Also die sind nicht angetreten, um die Welt zu retten, sondern weil sie gesagt haben, ich will so leben, dass mir das gut tut. Die haben sich in einer gewissen Weise in einem gesunden Egoismus um sich selbst gekümmert. Das hat dann aber erstmal dazu geführt, dass viele Ökodörfer auch gegeneinander vorgegangen sind und sich nicht als eine Community, also keine Einheit in Vielfalt, sondern eine manchmal auch ideologische Lösung gesucht haben. Da haben dann Kommunen wie Niederkaufungen einen Sozialismus im Kleinen gemacht und andere Gemeinschaften haben sich um partnerschaftliche Probleme gekümmert und Dritte wieder um die Inklusion von Behinderten oder sonst irgendwas. Und jeder meinte, er hätte den Stein der Weisen. Und man hat nicht kooperiert, sondern man hat nebeneinander gewurstelt.
Und in den letzten 10 Jahren ist was Neues entstanden, dass durch die Vernetzung von Ökodörfern, die sich gegenseitig begleiten und ausbilden in den jeweiligen Spezialitäten. Da hat dann eine Gemeinschaft wie Niederkaufung, die vielleicht ganz viele Trennungsgeschichten, Scheidungen oder sonst was gehabt haben, weil sie den sozialen Aspekt von menschlichen Beziehungen zu wenig angeschaut haben, haben sich mit einer anderen Gemeinschaft wie dem ZEK, die sich ganz viel um Liebesdinge gekümmert haben und da auch extreme Versuche gemacht haben, zusammengetan und haben voneinander gelernt. Die einen haben von den anderen Wirtschaften gelernt, die anderen haben von den einen gute Kommunikationsformen gelernt. Also da ist mittlerweile eine Vernetzung geschehen, wo jeder sozusagen nicht den Stein der Weisen hat, aber einen Splitter davon. Und wo diese Splitter jetzt zusammengefügt werden zu einer neuen Intelligenz einer sozialen Bewegung. Und ich glaube, dass das, was allen gemeinsam ist, ist die ökologische Orientierung, ist ein kooperatives Menschenbild, nicht eins, was sozialdarwinistisch, wo jeder gegen jeden kämpft, ist eine erstaunlich hohe Spiritualität, nicht Religiosität im Sinne vorgefasster Dogmen, wie die Kirchen sie anbieten, sondern in einer erfahrungsorientierten Lebenstiefe, wo Leute darüber nachdenken, was heißt das, Mensch zu sein? Welche Verantwortung habe ich? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich Teil dieses fantastischen Planeten mit unglaublich viel Schönheit sein? Und wie will ich das weiterentwickeln und es nicht kaputt machen? Ich glaube, gemeinsam ist die Intention, Teil einer Lösung zu sein und nicht Teil eines Problems. Und dazu gehören ganz viele Ansprüche innerer Veränderung. Es gibt diesen berühmten Spruch von Mahatma Gandhi, der gesagt hat, du selbst musst der Wandel sein, den du in die Welt bringen willst. Das ist ein unglaublich hoher Anspruch, nicht zu sagen, Frau Merkel, mach mal, und wir wählen dich jetzt und dann mach die Welt schön, sondern in jedem einzelnen Schritt mit den eigenen Kindern, mit dem eigenen Job, mit dem eigenen Mobilitätsverhalten, mit dem in Urlaub fliegen, mit ganz vielen Sachen unmittelbar an einer enkeltauglichen Welt zu arbeiten. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Teil und menschliche Beziehungen auf eine neue Qualität zu bringen und nicht aus der Isolation heraus zu handeln, sondern aus der Gemeinschaft. Ich arbeite selber journalistisch und bin seit vielen Jahren auf der Suche nach dem, was ich Zukunftsinseln nenne. Und ich glaube, dass Ökodörfer sowas sind wie viele andere Initiativen auch. Also wo durchaus erkannt wird, dass der Mainstream politischen, wirtschaftlichen, sozialen Handelns uns in eine immer dramatischere Lage bringt, wo aus vielen lösbaren Einzelkrisen eine nicht mehr lösbare Megakrise wird. Aber wir trotzdem so weitermachen, weil diese Überzeugung, die Margaret Thatcher mal in dieser Formulierung "There is no alternative" zusammengefasst hat, was mittlerweile als TINA abgekürzt als Begriff durch die Welt geht. Wir können gar nicht anders. In solchen Gemeinschaften wird da das Gegenteil bewiesen. Noch durchaus unter Ausschluss der Öffentlichkeit ganz oft, weil ich das Gefühl habe, die großen Medien erkennen die unglaubliche Dynamik von alternativen Lebensentwürfen und solchen Ökodörfern, von denen es in der Welt mittlerweile Tausende gibt. Also das ist eine riesige, große soziale Bewegung, die Politik und die Medien noch gar nicht richtig erkannt haben. Dabei ist es ein brodelnder Kochtopf von Lösungen, der dort angeboten wird. Und wenn man diese große, weltweite, globale, gefährliche Entwicklung sieht, muss man gleichzeitig sagen, je mehr die Krise sich zuspitzt, desto mehr Alternativen werden aus der globalen Zivilgesellschaft entwickelt, wo Menschen sagen, wir müssen das anders machen, weil uns die Politik von oben nicht keine Lösung mehr bietet. Also es ist eine basisdemokratische Bewegung, eine sich selbst organisierende Bewegung, die in der gleichen Dynamik wächst, wie die Gefahren der großen Politik und der großen globalisierten Wirtschaft zunehmen. Und insofern denke ich, es sind eine Unzahl von Zukunftsinseln in einem
wachsenden Meer von Chaos, die da entstehen, die sich jetzt mehr und mehr vernetzen und ein Myzel, ein Pilzgewebe, wie wenn man das von den unterirdischen Kommunikationsformen zwischen den Bäumen kennt, entsteht, die Lösungen bereithalten. Manchmal wird auch gesagt, die Flöße bereithält, wenn die Titanic sinkt. Also wenn die Megakrise entsteht, sind dann über diese Jahrzehnte von Projekten schon mal Lösungen da, um die Krise nicht zu dramatisch und die Opfer solcher Wirtschaftskrisen oder weltglobaler Krisen nicht zu groß werden zu lassen. Es ist Vorbereitung auf Zukunft. Dort entstehen Zukunftszellen, die vorausnehmen, wie Gesellschaft vielleicht in 100, 200 Jahren sein wird. Ein Lehrer von mir, Arne Næss, der norwegische Philosoph, sagte mal auf eine Frage von mir, ob er Optimist sei oder Pessimist sei, sagte er, sei Pessimist fürs 21. und Optimist fürs 22. Jahrhundert. Also da werden heute Lösungen vorgedacht, die unsere Ururenkel vielleicht als Mainstream leben können, die aber heute noch randseitig und manchmal auch utopisch erscheinen. In den nächsten 5 Jahren wird wahrscheinlich relativ wenig passieren, außer dass diese Entwicklungen, die sich jetzt abzeigen, weitergehen. Also das ist ich glaube, das Projekt Nachhaltigkeit ist als Lebensentwurf, als Wirtschaftsentwurf, hat sich als nicht erfolgreich erwiesen. Die CO2-Ausstöße nehmen zu, obwohl wir viel über das Klima reden. Das Wirtschaftswachstum wird weiterhin massiv befördert, die Böden werden ausgebeutet, die Natur wird weiterhin stark belastet. Das wird krisenmäßig sich mehr verdichten, als dass es zu großen Lösungen kommt, zu den politischen Entwicklungen einer Polarisierung und Trump und Putin und was da alles an verrückten Menschen durch die Gegend läuft, die mit der Lebenswirklichkeit relativ wenig zu tun haben. Ich glaube, dass beide Entwicklungen zunehmen werden, dass sowohl die Alternativen mehr werden, als auch die Gefahren größer werden. Und ich gehe davon aus, dass diese internationale Entwicklung, die insgesamt nach einem Rollback des Alten ausschaut, mit so einem westlichen Führer wie Trump, der den Klimawandel verneint und eine Politik fährt, die hochgefährlich ist, dass dadurch die alternative Bewegung eine große Stärkung erfährt, wo sehr viel mehr Leute sagen, das war jetzt der absurdeste Ausdruck eines absurden Systems und wir müssen uns mehr darum kümmern, dass wir selber Lösungen finden und sie nicht auf solche Populisten konzentrieren. Und ich hoffe, dass aus dieser sehr gefährlichen Zeit, in der wir jetzt gerade leben, wo wir solche irrationalen Chefs an der Spitze der Politik haben, eine Verstärkung der globalen Zivilgesellschaft resultieren wird, weil Leute sagen, das geht echt nicht, was wir da gerade erleben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Ökodörfer erkannt werden als Zukunftslaboratorien und dass auch die konventionelle Politik und die konventionelle Wissenschaft erkennt, was da alles an Versuchen gemacht wird. Das ist bisher, sind das so die Freaks, die Hippies, die Spinner, die Aussteiger. Und das sind sie nicht. Das sind mutige Einsteiger in ein anderes Leben, die erforscht werden sollten, weil da ganz viel an Lösungen drin ist. Dazu gehört aber auch, dass die Wissenschaft sich sozusagen von Paradigmen und Weltbildern ein Stück weit löst und sagt, man kann auch anders. Dazu gehört auch die Aufforderung an die Ökodörfer, nicht so für sich zu briseln, sondern sich einem öffentlichen Interesse zu öffnen. Dazu gehört auch bei den Medien weniger auf nackte Frauen, kleine süße Kinder und Eichhörnchengesichter zu setzen, sondern auf Lebensentwürfe und Lösungen vorzustellen, weil die Menschen sind hungrig nach Lösungen und haben die Nase voll von schlechten Nachrichten. Also da muss ein gesellschaftlicher Wandel stattfinden, der diese Zukunftsinseln sozusagen entdeckt, bekannt macht. Was mir gleichzeitig wichtig erscheint, ist zu realisieren, dass wir uns nicht nur global in einer Rutschbahn ins Chaos befinden,
sondern dass wir zurzeit in einer Situation sind, wo die amerikanische Ökologin Joanna Macy hat es mal so ausgedrückt, gleichzeitig Sterbebegleiter eines alten Systems und Geburtshelfer eines neuen Systems sind. Und dass das gleichzeitig passiert, also dass ein überkommenes System in Krise ist und immer wieder kollabiert und sich gerade noch durch irgendwelche neuen Tricks am Leben erhält, aber dass gleichzeitig ganz viel Neues passiert. Also wir nicht in einer Katastrophenzeit und No Future leben, sondern dass wir in einer Wendezeit leben. Und dass es schon ganz viel gibt, also dass der große Wandel, der sich da andeutet, nicht vor uns liegt, sondern dass wir da drin sind. Und das zeigt dann auch, dass Ökodörfer Ausdrucke dieses Wandels sind, der allgegenwärtig schon passiert, während was anderes kaputt geht. Also wir sind nicht in einer Stimmung, in der wir sagen könnten, es hat sowieso alles keinen Sinn, sondern wir sind in einer überaus spannenden und hochkreativen Phase menschlicher Kreativität, die auf Krise reagiert und wo Menschen an der Basis versuchen, Leben neu zu organisieren. Und denen gebührt unsere Dankbarkeit und unsere Aufmerksamkeit und unsere Neugier, um zu gucken, was machen die da und was kommt morgen? Denn das passiert dort bereits heute.